zusammen und willkommen zum letzten Video der Wassermelonen-Challenge. Wer von euch den Gartenrundgang für August schon gesehen hat, der hat schon mitbekommen, wie das bei uns mit den Melonen so läuft. Wir haben so euphorisch und motiviert angefangen und uns hat, glaube ich, ein bisschen der Pilz überrollt. Dieses Jahr haben wir die ja im Frühbeet und Hochbeet angebaut und ich glaube, nächstes Jahr ist vielleicht das Gewächshaus mit dabei. Wir haben aber dennoch einige Früchte, unterschiedlich groß, und die werden wir jetzt so nach und nach aufmachen und euch mitnehmen. Viel Spaß dabei! Melonen geerntet haben, das habt ihr jetzt gesehen. Diese hier ist unsere letzte Wassermelone, unsere größte Wassermelone und unsere letzte Hoffnung. Es ist Zeit, ein Fazit zu ziehen. Wir haben jetzt die Sorte Sugar Baby gehabt, aber ich glaube, daran lag es nicht wirklich. Im nächsten Jahr werden wir vielleicht noch eine andere probieren.
Die Bokashi-Melonen hatten zwar mehr Grün, aber von der Fruchtanzahl war es auch das gleiche. Wir hatten ja leider diesen Pilz dabei. Ich glaube, nächstes Jahr werden wir noch mal eine im Hochbeet anbauen, aber der Anbau im Frühbeet ist wesentlich erfolgreicher. Also unser Plan für nächstes Jahr, eine auf jeden Fall ins Gewächshaus zu stellen, im Frühbeet anzubauen und im Hochbeet vielleicht noch mal eine. Diese werden wir jetzt mal aufmachen und hoffen, dass die noch was geworden ist. Oh. Ich sehe rot. Das sieht ganz gut aus. Mal schauen, wie sie schmeckt. Gärtner, willst du auch was haben? Ich werf die nicht. Soll ich die werfen? Okay. Mit Essen spielt man nicht, er hat's gefangen. Die ist gut. Die ist süß, die ist aromatisch, die ist noch was geworden. Also war es kein ganzer Reinfall bei uns. Mit Melone kann man ja einiges anstellen. Man kann das Fruchtfleisch ohne Kerne einfach pürieren. Oder ich habe schon davon gehört, dass man Melone auf den Grill schmeißt. Noch nie ausprobiert. Würde mich aber interessieren. Hat das von euch vielleicht jemand gemacht? Und was ich auch mal gesehen habe, ist so eine Melonentorte, also wo so das Innere aus Melone besteht und drumherum irgendwie so Sahne oder in unserem Fall dann Pflanzensahne drapiert ist. Auch ganz spannend. So. Die schmeckt so süß, das ist unglaublich. Das muss man probiert haben. Wir werden uns die Melone jetzt schmecken lassen und die Reste werden die Hühnis bekommen. Die werden sich auch freuen, die Mädels. Nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall wieder Wassermelone anbauen. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Schaut noch bei den anderen Garten-YouTubern der Wassermelonen-Challenge vorbei. Die haben auch noch andere Sorten, andere Standorte, nicht unbedingt einen Pilz, da wachsen die vielleicht noch. Das lohnt sich. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, frohes Werkeln, frohes Garteln. Wir hoffen, euch hat unsere Wassermelonen-Challenge, also unsere Videos gefallen. Wir würden uns über einen Daumen hoch freuen und auch über ein Abo. Und ihr seid hoffentlich bei den nächsten Videos wieder dabei. Macht's gut. Tschüss.